Aachen. Aachen ist immer, immer was Besonderes. Diese Tage hier für Dorothee Schneider, ich würde sagen schon bis jetzt von ganz high und nochmal high und dann heute leider mit dem Dämpfer. Wir fangen bei high an und ich glaube, high können wir auf jeden Fall sagen. Steht bestimmt hoffentlich auch in deinem Gesicht, wenn wir an First Romans bzw. wie er im Stall heißt, Roman denken. Der war, glaube ich, echt beeindruckt, aber der hat einen Ehrenjob da drin gemacht, dieser Youngster. Wie alt ist er jetzt? Also absolut, Roman ist jetzt 8-jährig, noch ein bisschen grün hinter den Ohren, das hat man glaube ich auch gesehen, aber es ist einfach von der Einstellung und von der Bewegungsqualität und vom Charakter ein sensationelles Pferd. Macht riesig, riesig Spaß, dieses Pferd auszubilden und nun hat er nur wenige Turniere in seinem Leben gesehen und dann hier nach Aachen in dieses Dressurstadion, der hat schon richtig große Augen gemacht, vor allen Dingen auch am ersten Tag. Aber ich glaube, den St. Georg, den er da gestern absolviert hat, der war wirklich klasse. Und natürlich hat jeder gesehen, dass er noch ein bisschen in Anführungszeichen an ist. Also sehr motiviert. Trabtour, glaube ich, sehr gut. Schritttour auch. Galopp hat man gesehen, dass er vielleicht noch etwas Spannung hat. Aber ein tolles Pferd. Jetzt müssen wir aber doch einmal nachhaken. Irgendwie kriegst du das ja immerhin. Die können an sein. Die können auch mal ein bisschen gucken. Aber du bist so in ihnen drin. Wie kriegst du das immer wieder hin, dass trotzdem die ganze Prüfung zu fließen scheint? Naja, kriege ich nicht immer hin, aber ich gebe mein Bestes dem Pferd. Ich hatte auf dem Abreiteplatz noch eine kleine Störung kurz vor der Prüfung. Da hatte er sich noch mit irgendwas beschäftigt und hat sich ablenken lassen. Und da war schon sehr viel Aufregung da und ich versuche halt, wer mich kennt, weiß, dass ich versuche, sehr viel Vertrauen zu schaffen zwischen Reiter und Pferd. Und ich habe versucht, mit Lob und Übergängen und Ablenkung. Dann war er auch wieder konzentriert und in der Prüfung, er hört dann schon zu und weiß ja eigentlich auch, was zu tun ist. Manchmal legt er auch mal noch eine Showeinlage ein, aber zum Glück am Mittwoch nicht. Ich glaube, das Thema Vertrauen und Gemeinsames in der Prüfung präsentieren wollen, ist da der Schlüssel, weil er hat einfach Spaß, sich zu bewegen und wenn man diese Energie positiv mitnimmt und er merkt, dass alles in Ordnung ist im Viereck, dann gelingt es trotzdem, auch wenn ein bisschen Aufregung da ist und das ist natürlich, bin ich stolz drauf, dass die Pferde mir so vertrauen und wissen, dass auch in diesem Megastadion nichts Besonderes ist, natürlich was sehr Besonderes ist, aber eben sie nicht so viel Aufregung haben müssen und mir da vertrauen können und da war ich mächtig stolz auf den kleinen Herrn. Da sind wir gespannt, wie das mit dem noch weitergeht hier. Der kleine Dämpfer, nee, stimmt jetzt nicht, ich fange nochmal neu an. Der Riesendämpfer natürlich heute Morgen, Showy. Showy wird heute Abend im Spezial nicht gehen können. Was ist denn los? Ja, wir haben ihn heute Morgen vorbereiten wollen zum Reiten und aus der Box geholt. Und da hat er ein dickes Bein, ein geschwollenes Bein. Und jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, was da ist. Und möchte das Pferd natürlich nicht irgendwie angeschlagen ins Rennen schicken und habe ihn deshalb heute Abend zurückgezogen im Spezial. Kurzer Blick zurück, wie warst du zufrieden mit Showtime da drin im Grand Prix? Ich war sehr zufrieden. Also er war ja lange nicht unterwegs. Ich hatte ihn noch in Fritzens mit zum Training, dass er nochmal einen Turnierplatz sieht, aber hier dieses Stadion ist ja schon sehr, sehr besonders und er hat im Viereck, muss ich sagen, auch ein bisschen große Augen gekriegt und er hat auch den einen oder anderen Blumentopf ein bisschen angeschaut, aber er blieb bei mir und hat einen super Job gemacht. Wir hatten im Galopp das ein oder andere Feinabstimmungsproblem in beiden Wechseltouren leider. Das hat viel, viel Punkte gekostet, aber ich glaube, es waren auch ganz, ganz tolle Momente dabei und Sachen, die er sehr, sehr gut absolviert hat. Und wie gesagt, wir waren lange nicht unterwegs. Da hat man schon gesehen, dass so ein ganz klein bisschen Routine im Moment, Prüfungsroutine fehlt. Aber ich bin mächtig stolz auf ihn, weil er hat das super gemacht und man hat, glaube ich, die Qualität, die er hat, auch wieder gesehen. Ja, die Wechseltouren, das ist ja irgendwie in diesen Tagen hier so ein bisschen, wir haben schon gesagt, das ist der Aachener Wechselwurm dieses Jahr. Jetzt kommen wir natürlich zu Pferd Nummer 3, Sammy Davis Jr. Und da war es alles andere als ein Wurm, sondern eher ein springender Hase, der euch kurz irritiert hat. Wobei ich zugeben muss, am Bildschirm hat man das kaum mitgekriegt, aber im Stadion, hier war richtig was los. Wie hast du den Hasenauftritt erlebt? Also den Hasen habe ich erst im Nachhinein gesehen, als der Fehler schon passiert war. Aber ich muss sagen, Sammy hat
sehr, sehr gut angefangen, hat eine tolle Prüfung absolviert. Als das mit dem Raunen des Publikums kam, das war sehr laut und auch anhaltend. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist eigentlich los? Hat mein Pferd irgendwas? Habe ich mich verritten? Was ist denn hier in dem Stadion los? War kurzzeitig abgelenkt, gebe ich zu. Ich war einfach irritiert von dieser Lautstärke in dem Stadion. Vielleicht kurz, also du warst unterwegs, der Hase hinter dir, den hast du gar nicht gesehen und du hast nur gedacht, die Leute wurden so laut, das war die Szene. Ja, weil ich dachte, irgendwas stimmt nicht. Ich hab kurz nachgedacht, habe ich mich jetzt verritten oder hat mein Pferd was oder hat er sich irgendwie wehgetan oder keine Ahnung. Also ich war kurz nicht bei der Sache, in Anführungszeichen, das gebe ich zu, ich war irritiert und musste dann auf die Diagonale einer Wechsel und da war mein Kopf nur zu 90%, glaube ich, bei den Einern. Und wenn man da nicht ganz bei der Sache ist, dann kommen halt Fehler. Und das war dann auch so. Als ich dann durch die Einerwechsel durch war, an der kurzen Seite habe ich das Häschen galoppieren sehen und habe gedacht, oh nein, das war jetzt der Grund des Raunens und nicht, dass wir dass wir uns verritten haben. Habe ganz normal weitergeritten und ich glaube, das war insgesamt eine tolle Runde von Sammy. Da bin ich wirklich stolz auf ihn auch, dass er das so gemeistert hat hier. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn dann so eine Lautstärke im Stadion ist, dann könnten die Pferde ja auch reagieren. Er hat konzentriert weitergemacht. Der Fehler geht auf meine Kappe, ist definitiv so. Sagen wir mal auf Hasenkappe. Auf Hasenkappe vielleicht, aber... und jetzt die Prüfung sehr, sehr gut beendet. Klar, dieses Prozent oder 1,5%, was man bei den Einerwechseln dann liegen lässt, weil die einfach mal 2 genommen werden und dann lässt man dann schon, ich habe es mal gering, ich habe gesagt, ich hätte vielleicht nur 7 kriegen können und ja, 42 Punkte liegen lassen. Das ist ganz schön viel, 1%, 1,5%. Und es war so, muss man abhaken. Im Nachhinein ist es auch lustig mit dem Hasen, aber in dem Moment war ich definitiv abgelenkt. Da werden wir sicherlich noch ein paar Jahre drüber reden. Jetzt hast du 3 Pferde hier dabei, die sind ja auch irre, irre unterschiedlich. Wenn du die so als Typen, ich könnte mir vorstellen, Showtime ist so einer, mit dem wird man auch mal abends ein Bier trinken gehen und Sammy vielleicht ein bisschen schüchterner. Wie würdest du die 3 in ihren unterschiedlichen Typen in der Kürze beschreiben? Sammy ist definitiv einer, der weiß, dass er schön ist. Ein Schönling, okay. Nein, nicht ein Schönling, das hat ja so ein bisschen negativen Touch. Er ist schön, er ist leichtfüßig, er ist präsent, er schmust auch gerne. Es ist einfach ein sehr, sehr sympathisches Pferd und geht, glaube ich, auch durch dick und dünn mit mir. Showtime ist eher der schüchterne Typ. Wobei er sich jetzt im Laufe der letzten Jahre mit den vielen Erfahrungen, die er jetzt auch sammeln konnte in Rio und so, sehr selbstbewusst geworden ist. Kleiner Prinz ist er geworden. Dieses Pferd liegt mir definitiv auch extrem am Herzen und das weiß auch jeder. Ich habe einfach, es ist ein ganz besonderes Pferd für mich. Showtime ist einfach Showtime. der ist einfach ein ganz besonderes Pferd und ich habe ihn einfach lieb. Und Roman ist ein kleiner Witzbold. Der ist wirklich, der ist ja sehr, sehr, der sieht gar nicht so groß aus, aber es ist ein großes Pferd, kompaktes Pferd, mit sehr, sehr guten Grundgangarten vom Charakter her, frisch und auch frech. Also aber positiv frech, also man muss da nicht Angst haben, dass man da runterfällt, aber der kann auch mal Böckchen machen und kann auch mal so ein bisschen witzig sein und in seiner Jugendlichkeit versprüht er damit extrem viel Charme und besticht einfach auch durch sein Auftreten. Ich glaube, alle 3 Pferde haben eine eigene Aura und man guckt einfach hin, wenn die um die Ecke kommen, alle in ihrer speziellen Art sind was ganz Besonderes. Für morgen, da ist der Spezial der O-Tour. Ihr liegt ein bisschen hinter den Amerikanern, aber so wie ich euch 4 einschätze, stachelt es noch mal einen Tick mehr an. Kann das sein? Ich glaube, wir sind alle hoch motiviert. Die Pferde machen auch den Eindruck. Ich habe heute Morgen auch schon ein bisschen gearbeitet mit Sammy. Der ist nicht müde, der ist frisch, der möchte gerne angreifen. Ich glaube, wir als Reiter sind auch extrem motiviert, im Spezial gute Leistungen zu bringen und noch Punkte zu holen für die Mannschaft. Und es ist natürlich ein neuer Tag. Und wir werden sehen, wie die Pferde drauf sind und wie wir drauf sind. Aber ich glaube, wir wollen angreifen und wir wollen das Ding
irgendwie noch gewinnen. Und wir wissen ja jetzt, wenn die raunen im Publikum, dann ist es nur wieder der Hase. Einfach weiterreiten. Okay. Doro, vielen, vielen Dank. Jetzt heute noch einen schönen Tag hier und morgen Vollgas im Spezial. Vielen Dank, Doro. Ja.